Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Control. Wir sind hier im Schwarzsteinsteinbruch, haben uns im letzten Part mit ein paar Gegnern rumgeärgert und nun werden wir hier eine Sprengung durchführen. 3, 2. Oh, okay. Gut. Oh, sie war doch irgendwie nicht so cool, wie ich dachte. Ich dachte, sie wäre krasser. Sammle das Schwarzsteinprisma aus dem Riss. Ja, ja, wir gehen da jetzt hoch und sammeln das Schwarzsteinprisma. Give it to me. Und da ist es. Du hast mich hergeführt. Die Herren. Prismen. Sie sind dir wichtig. Nee. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. Ja, genau. Und mit diesem komischen Ding da legen wir uns gar nicht erst an, habe ich gerade beschlossen. Ich will mich mit denen echt nicht anlegen. Deswegen versuche ich jetzt hier einfach zu flüchten. Weil die Dinger, mit denen kann ich mich halt eh nicht anlegen. Puh. Okay, da vorne oh Gott, hier oxidieren zwei rum. Okay. Dann neuer Plan. Hi, ihr Schnuckis. Na? Wie geht's euch? Einfach durchlaufen, Jessie, einfach durchlaufen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Easy. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Sprich mit Marstall. Zentrale Geschäftsleitung. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir machen einfach Schnellreise, oder? Weil, warum den ganzen Weg laufen? So. Ich gehe davon aus, dass die im... Ja, dass die hier drin ist. Nee, okay, Marshall steht da unten irgendwo. Wo ist sie denn? Da. Autsch. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen.
Oh mein Gott. Das wird geil beim Leben meines Bruders. Situationsbericht, alle Sektoren. Oh, das wird so gut, Leute. Das wird so gut. Okay. Mission. Geil. Grenzbereich. So. Von dort aus geht sie weiter in den Steinbruch, einen extradimensionalen Raum, der als ein Grenzbereich bekannt ist. Hier findet Jesse die Prismen. Marshall erzählt, dass Dylan am Leben ist und sich im Isolationssektor befindet, nämlich in einer sicheren Zelle im Panoptikon. Sie warnt Jesse, dass Dylan gefährlich ist. Okay. Beim Leben meines Bruders, Jesse geht in den Isolationssektor, um das Panoptikum zu finden, wo Dylan gefangen gehalten wird. Okay, so jetzt wäre die Frage, ob wir hier das machen. Da haben wir noch ein paar Minuten Zeit für. Vorher gucken wir uns aber noch einmal die Hotline an vom Rat. Ja, das habe ich schon rausgefunden, dass man da verschiedene Modifikationen draus machen kann. Okay. An Kontrollpunkt. Ja, das weiß ich doch schon längst. So nichts Neues. Ja, cool. Jetzt habe ich was erfahren, was ich schon wusste. Ist ja easy. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Okay, so, dann gucken wir jetzt mal Fähigkeiten. Was haben wir denn jetzt hier? Fein, ist ja das... Stärkeres Schild. Schild nutze ich irgendwie... Schild vergesse ich immer. Machen wir noch mehr Leben. Und können wir noch irgendwas machen? Haben wir noch irgendwas, wo es Zweifel gibt? Das. Machen wir das noch. Okay, nice. Geil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arisha. Karriereleiter, ja, sehr nice. Okay, so. Dann können wir jetzt nämlich hier noch was dran. Also wir haben Leben und Schleuderenergiekosten. Lebensschub, den können wir zerlegen. Den können wir anlegen und dafür den quasi ablegen. Oh, wir haben noch Lebensgenau zum Sammeln von Elementen. Dann legen wir den nämlich an. Haben wir den, dann können wir den Lebensschub nämlich. Was ist das? Übernehmen Geschwindigkeit. Das können wir auch entfernen. Energie. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. So, geht zur zentralen Forschung. Jetzt wäre die Frage, ist es sinnvoll, dass wir da Schnellreise hinmachen? Hallo. Hallo. Ne, wir machen. Wir probieren das. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Das ist ein. Wir machen das mal so, Forschungssektor. Wir probieren es mal. Gut, zentrale Forschung. Wir gucken mal, ob wir da unser Glück versuchen. Gehe zur zentralen Forschung. Zerstöre den Zwischerknoten. Oh, euch muss ich schnell zerstören. Ihr seid die Assis hier mit den... Okay. Ah, nein. Das tust du mir nicht. Geh weg. Okay. Ach, shit. Ich krieg dich. Autsch. Nö, nö. Du bist nämlich ganz einfach zu besiegen. Und euch kriege ich auch. Ja, ihr explodiert eh alle. Geht weg. Autsch. Au, au, au. Okay. Oh Gott, ich hänge. Also meine. Ah, es hängt schon wieder alles.
Ui, ui, ui. Hier sind aber en masse Monster unterwegs. Okay, den Überblick zu behalten, der war alles andere als leicht. Gut, dann würde ich mal sagen, isolierte Verwahrung Panoptikum. Oh, oh. Dann probieren wir das mal, zu unserem Bruder zu kommen. Und zwar denke ich, dass wir... Was heißt das denn jetzt hier? Hä? Achso, das heißt immer nur, wo wir sind. Dann versuchen wir mal in die Isolation zu gehen und unseren Bruder zu finden, würde ich sagen. Isolationssektor, willkommen! Okay. Dann gucken wir mal. Hotline Pan. Okay, das ist es wahrscheinlich. Ah. Der Isolationssektor, das Panoptikon, beherbergt die gewandelten Objekte, die wir finden und aufbewahren. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis und ein Safe für die wertvollsten Schätze der Welt. Ein Pulverfass, das die Welt vernichten könnte. Ein Tempel, gefüllt mit Götzenbildern zorniger Götter. Es ist alles und nichts davon. Profunder. Unglaublich. Unergründlich. Es ist etwas Schlimmeres. Gewandelte Objekte. Wir haben viele gefunden. Sie wirken gewöhnlich, aber sind alles andere als das. Sie sind alle mächtig und gefährlich. Sie beherrschen unsere Gedanken. Das ist ihre Natur. Sie wurden gewandelt, weil wir nicht aufhören können, an sie zu denken. Wir stellen sie auf Altäre, weil sie erwarten, angebetet zu werden. Das beruhigt sie. Wir verschließen sie, aber sie lassen sich nicht gern kontrollieren. Wir studieren sie, um sie zu verstehen. Sollte dies hier je öffentlich werden, wäre ein Chaos biblischen Ausmaßes befolgt. Okay, krass. Krass, krass. Das ist echt krass. Okay. Das Panoptikon. Gewandelte Gegenstände. Hochsicherheitsgefängnis. Gefährlich. Ah, genau. Jetzt haut er uns hier nur die Bruchstücke raus. Okay, das hier ist richtig krass. Zentrale Verwahrung. Okay, was haben wir hier? Okay, das ist anscheinend diesmal nichts. Okay. Oh Gott, Leute, ey, das ist so riesig hier. Es ist so krass. Oh mein Gott, ich wusste es. Ja, komm her. Okay. Sag mal, entspannt euch mal eine Runde. Also jetzt ist aber langsam gut hier. Hört auf. Oh mein Gott. Ich glaube, euch hackt's, bei euch brennt's. Ich glaube, euch brennt der Helm. Okay, und jetzt haben wir nur noch dich, oder was? Na komm her.
Gut, wir haben es hier nur ein bisschen zerstört. Nur ein bisschen. Nicht schlimm. Wir haben es nur ein bisschen kaputt gemacht hier. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich hier dieses ganze Haus immer zerstöre, wenn ich hier unterwegs bin. Es tut mir wirklich leid. So, gibt es hier irgendwas Nices? Da ist was. Unterschiede gewandelt und Macht. Okay, obwohl gewandelte Objekte und Objekte der Macht auf den ersten Blick ähnlich aussehen, ist es wichtig, einige bedeutende Unterschiede festzuhalten. Erstens gewähren Objekte der Macht parautilitarisch. Erstens gewähren Objekte der Macht parautilitaristische Fähigkeiten. Oh Gott, was ein Wort. Zweitens unterziehen Objekte der Macht jeden, der physisch in Kontakt mit der Astralebene kommt, eine Translokation. Es wird allgemein angenommen, dass der Grund dafür die Verbindung von mit den Objekten der Macht ist. Nicht jedes Individuum ist in der Astralebene erlaubt, was darauf hindeutet, dass evaluiert, wer herein darf oder nicht. Drittens, und das ist natürlich nicht immer der Fall, sind Objekte der Macht vielmehr paranatürlich als gewandelte Objekte. Wenn man sich die bestimmten Kriterien ansieht, die ein Objekt der Macht definieren, dann ist es kein Wunder, dass sie erheblich seltener sind als gewandelte Objekte. Tatsächlich haben wir gewandelte Objekte für jedes isolierte Objekt der Macht innerhalb der Behörde. Krass. Oh, meine Nase. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nope. Okay. Was ist hier oben los? Ist auch nur noch ein weiteres Büro. Okay. Gibt's hier irgendwas? Jo, okay. Ein Kistchen. Ah. Nettes Bild. Und ein Audio. Erinnerung, diese Woche müssen alle Dokumente, die plötzlich rosa, hellrot oder in einem Farbton dazwischen erscheinen, sofort verbrannt werden. Okay. Andernfalls kommt es zur Kündigung und möglicher Körperverletzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, das ist krass. Geil. Einfach geil. Okay, da ist der Shelter. Da gucken wir gleich mal rein. Piep. Okay, nice. Wieder eine Kiste. Okay. Und das war's. Episch. Entropisches Echo. Crazy. Okay. Hier geht's. Achso, okay, das läuft in dieselbe Richtung. Gut, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Oh oh. Kann ich bitte doch nicht da rein wollen? Aber ich glaube, wir müssen. Es nützt nichts. Ja. Aber das Gute ist, wenn wir das hier haben, da unten ist nämlich wieder so ein Ding. So ein... Ihr wisst. Ja, war ja klar. Du darfst nicht zum Schießen kommen. Das ist wichtig. Dich möchte ich gerne übernehmen. Danke. Du musst mir nämlich... Wieso geht das nicht? Oh, der ist auf meiner Seite, glaube ich, ne? Ne, der ist nicht mehr auf meiner Seite. Aber den möchte ich jetzt gerne auf meine Seite haben. Komm. Sei nett zu mir. Au. Oh, das war kacke. Okay, die sind jetzt beide explodiert. Okay. Ja, wir haben sie noch nicht alle, ne? Bleib stehen! Oh Gott. Okay. War es das? Das war ja gar nicht so schwer, würde ich jetzt behaupten.
Nice. Okay. Die Isolationsabteilung ist meins. Oh Gott, wir sind erst in der Logistik. Ach du heilige Axt. Na gut, dann gehen wir uns mal umgucken. Das wird jetzt ja eh eine Weile dauern. Bis wir das hier uns hier komplett umgeguckt haben, würde ich sagen. Oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Ach, Hilfe, Hilfe! War ich hier nicht schon? Nee. Okay. Ja, okay. Okay. Oh Gott, das sieht aus. El Paso. Okay, das sind die Weltzeiten. Ach, nö. Ist das euer Ernst? Au. Au. Hä, wieso greift ihr mich denn jetzt schon? Ach, nö. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Ich hab's genau gesehen. Das ist wieder so ein... so ein blödes Schreiteil. Oh, au, au, au. Schnell weg zu... Nein, okay. Gut, ihr Lieben. Das war natürlich kacke. Gut, ich würde sagen, das hat uns gerade eindeutig gezeigt, dass wir es einfach lassen sollten. Okay, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Und deswegen würde ich den Part an dieser Stelle dann auch beenden, bevor ich mich jetzt hier wieder wage, mich irgendwie umzugucken und hier in irgendwelche Dinge reingerate, in die ich nicht reingeraten möchte. Okay. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr am Montag wieder einschaltet und wieder mit reinguckt. Ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich kann es mir fast nicht mehr so lange vorstellen, wenn wir jetzt schon auf der Suche nach unserem Bruder sind. Okay, ihr Lieben. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss!